Dann sage ich nochmal vielen lieben Dank. Ich freue mich, auf alle Fälle hier sein zu können im Rahmen des Kolloquiums und bedanke mich auch bei Ihnen allen, die den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe, Sie können mich alle sehen und hören. Falls es zwischendurch mal ausfällt, bitte schreien, winken, was auch immer mich darauf aufmerksam machen. Und wie gesagt, mein heutiger Vortrag steht unter dem Titel, den Sie gleich sehen werden. Ich teile meine Präsentation. Sie müsste jetzt zu sehen sein. Und der Vortrag steht unter dem Titel Semi-automatisierte Korpusgenerierung, Metadaten und Intertextualität zur computergestützten Analyse gedruckter Reiseberichte. Und ich springe auch gleich ins Thema. Wie Sie wissen, eröffnet die voranschreitende Digitalisierung den Zugang zu einer schieren Flut an computerlesbaren Daten, zu historischen Quellen. Aus dieser großen Datenmenge ergeben sich jedoch die Herausforderungen, wie diese Daten bestmöglich genutzt und aufbereitet werden können, um historisch-kritische Forschungsfragen gewinnbringend zu beantworten, beziehungsweise welche Fragestellungen durch die große Menge an Daten überhaupt erst ermöglicht, beziehungsweise noch nicht in Angriff genommen werden können. Und diesen Herausforderungen stellte sich, wie gerade angekündigt, das Projekt Travelogues Perceptions of the Other 1500-1876, der Computerized Analysis, das von 2018 bis 2021 vom FWF und der DFG finanziert wurde und sich der Analyse deutschsprachiger Reiseberichte im Bestand der Österreichischen Nationalbibliothek widmete. Auf der Folie sehen Sie jetzt auch schon die Startseite unserer Projekt-Homepage, die wiederum ein gutes Beispiel dafür ist, wie schnell im Wandel das Internet unterliegt, denn unsere Domäne war ursprünglich von einem Kollegen gehostet worden, der mittlerweile in die Wirtschaft gewechselt ist. Deswegen ist sie kurzfristig umgezogen, sollte aber demnächst wieder unter der alten Domäne verfügbar sein. Also der rechte Link funktioniert momentan. Falls Sie das bei der Ankündigung versucht haben anzuklicken im Abstract, tut es mir leid. Wir hoffen, das Problem bald lösen zu können. Und damit zurück zu den Reiseberichten, denn jeder Reisebericht ist von verschiedensten Faktoren geprägt. Inhalt und materielle Form ergeben sich aus individuellen Erfahrungen, Wahrnehmen und Erwartungen der ProduzentInnen wie RezipientInnen. Die Inhalte werden aber auch vom soziokulturellen Hintergrund der AkteurInnen sowie von materiellen und wirtschaftlichen Aspekten bestimmt. Ausgehend von diesen Annahmen explorierte unser Projekt neue digitale Methoden der quantitativen und qualitativen Analyse. Die leitende Fragestellung war, welche dominanten Faktoren und Muster computergestützt identifiziert werden können, die den Inhalt von Reiseberichten besonders prägten. Darauf aufbauend wurde reflektiert, was sich generell daraus über die Entstehung, Verfestigung und den Wandel von Stereotypen und Vorurteilen aussagen lässt. Und der Fokus des Projekts lag eben auf deutschsprachigen Reiseberichten und insbesondere auf jenen, die den Orient betreffen. Hier definiert als das Gebiet des Osmanischen Reichs und Persien unter den Safawiden bzw. Kadschar-Dynastien. In den nächsten ungefähr 45 Minuten werde ich nach einer kurzen Einleitung mit Herausforderungen und Methodik des Projekts die wichtigsten Ziele und Ergebnisse darlegen. Im Anschluss freue ich mich über Ihre Fragen und Hinweise. Sie können auch gerne bereits während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Da ich das mit dem Multitasking aber nicht immer so ganz gut hinbekomme, werde ich die Fragen erst im Anschluss beantworten. Außerdem möchte ich vorweg gleich dazu sagen, dass ich, wie Herr Hildmann in der Vorstellung dargelegt hat, eine sehr klassische geisteswissenschaftliche Ausbildung hinter mir habe und daher stärker technisch ausgerichtete computerwissenschaftliche Fragen nur teilweise beantworten kann. Diesbezügliche Fragen können Sie aber sehr gerne an meinen Kollegen am Austrian Institute of Technology, Rainer Simon, richten, den Sie auf Twitter vielleicht als About Geo kennen. Reiseberichte als Forschungsquelle. Bei Reiseberichten handelt es sich grundsätzlich um eine gut erforschte Quellengruppe, da sich in den Berichten zahlreiche Informationen zu Fremdwahrnehmungen verschiedener Regionen, Kulturen und Regionen finden, die seit langem intensiv bearbeitet werden. Der Inhalt der Reiseberichte wird, wie angesprochen, von vielerlei Faktoren geprägt. Zu den wichtigsten Herausforderungen bei der Analyse zählten die große Zahl an überlieferten Berichten, die Heterogenität der Quellengattung, dass sich die ProduzentInnen, Schreibintentionen, das Publikum etc. je nach Reisebericht stark unterschieden, sowie sprachliche Veränderungen
die etwa die Semantik und Grammatik betreffen oder auch mit der Digitalisierung und Texterkennung zu tun haben, was gerade die Scans und die OCR betrifft, die ebenfalls eben diachron wie synchron von stark unterschiedlicher Qualität ausfielen. Für alle computergestützte Analysen sind derartige maschinenlesbare Daten allerdings notwendig und sollten daher möglichst clean, also fehlerfrei und gleichförmig sein. Wir arbeiteten vor allem mit zwei Datentypen. Das ist erstens den in Kooperation zwischen der ÖNB und Google Books im Projekt ABO, Austrian Books Online, automatisch mit Optical Character Recognition erstellten Volltexten, die auf den im Zuge von Google erstellten Scans, das heißt Bildern der Bücher, basieren und leider noch stark fehlerhaft sind. Und diese OCR-Software verbessert sich ständig, was für Forschung natürlich großartig ist. Das rapide Tempo stellt aber gleichzeitig auch eine Herausforderung für die Analyse dar, da wir stets anpassungsfähig bleiben müssten. Und neben der OCR arbeiteten wir vor allem mit den Metadaten zu den Berichten, das heißt manuell verfasste Beschreibungen, die großteils öffentlich zugänglich im Bibliothekskatalog ersichtlich und recherchierbar sind. Da die Metadaten zu Beginn des Projekts ebenfalls vielfach fehlerhaft bzw. unvollständig waren, wurden sie von unserem Bibliothekar Martin Krickel bereinigt, angereichert und basierend auf dem Regelwerk Format Resource Description Access, RDA, in ein international übliches und anschlussfähiges bibliothekarisches Format übertragen. Hinsichtlich der Methodik war das Projekt bestrebt, neue Analyseverfahren zur computergestützten Sammlung und Auswertung von Texten zu entwickeln. Wobei vor allem Machine Learning-Verfahren wie Text Mining, Adaptive Topic Modeling oder Neural Network-Based Expression Detection Approach angewandt und weiterentwickelt wurden, um die Texte eben quantitativ und qualitativ zu untersuchen. Die wichtigsten Projektziele lassen sich in drei Kategorien gliedern. Erstens die semi-automatisierte Erstellung eines Textkorpus, zweitens die Sammlung von Metadaten sowie drittens die Analyse der intermedialen bzw. intertextuellen Relationen zwischen den Reiseberichten mit Schwerpunkten auf Vorstellungen von Fremdheit und vom Orient. Und ausgehend von diesen Zielen komme ich auch schon zu den Projektergebnissen. Zu Punkt 1, die semi-automatisierte Erstellung eines Textkorpus. Hier war eben das Ziel, charakteristische Elemente der Reiseberichte herauszuarbeiten und Möglichkeiten ihrer automatisierten Sammlung innerhalb des in Kooperation mit Google Books erstellten digitalen Bestands der ÖNB, das heißt ca. 600.000 Bücher, zu explorieren. Und hierfür war als erster Schritt zunächst eine Definition von Reiseberichten nötig, da vorangehende Definitionen nicht alle unsere diesbezüglichen Fragen beantworteten. Im Zuge unserer Korpusgenerierung war zunächst etwa unklar, wie Reiseberichte hinsichtlich ihrer Materialität, Autorinnenschaft oder bezüglich Fiktionalität und Faktionalität zu definieren sind. Und unsere Definition sehen Sie in verkürzter Form auf der Präsentation. Ein Reisebericht ist eine spezifische Medienform, die von einer tatsächlich stattgefundenen Reise berichtet. Ein Reisebericht konstituiert sich also aus zweierlei Relationen. Die erste ist inhaltlich, Beschreibung einer Reise, und die zweite biografisch, Faktualität der Reise. Mehr Details dazu und insbesondere zur Autorinnenschaft, Inhalt, Materialität und Ursprung von Reiseberichten haben wir bereits an mehreren Stellen veröffentlicht und die Infos dazu zeige ich Ihnen im Anschluss. Das Korpus selbst wurde aus folgenden Reiseberichten gebildet und der konkrete Zuschnitt wurde insbesondere eben vom Zugang zu digitalen Daten geprägt. Die Berichte mussten in deutscher Sprache verfasst sein, da die Homogenität der Sprache die digitalen Analyseverfahren erleichterte. Sie mussten sich im Bestand der ÖNB befinden, da eben der Großteil digitalisiert und OCR ausgelesen im selben Format vorlag. Zwischen 1500 und 1876 gedruckt worden sein, da eben die Bestände dieser Zeit mit dem Google Books digitalisiert wurden. Und sie mussten gedruckt sein, da Texte von Handschriften im Bestand der ÖNB noch nicht systematisch digitalisiert waren und eine manuelle oder computergestützte Erstellung von Volltexten wäre zwar möglich, aber
würde deutlich mehr Zeit und Kosten bedürfen, als dies in einem auf 3 Jahre ausgerichteten Projekt möglich war. Die eigentliche Sammlung der Reiseberichte erfolgte in 3 Schritten, wobei die ersten beiden in den Geisteswissenschaften allgemein üblich sind, der dritte aber eine Neuerung darstellte. Das ist zunächst mit Hilfe von Stich- und Schlagwortsuchen haben wir im Bibliothekskatalog Alma nach verschiedenen Schreibweisen von Reise und Fahrt gesucht. Und zudem wurden die Ergebnisse dieser Suche, also natürlich wurde die Suche dann verfeinert und alles aussortiert, das unseren Definitionen entsprach. Und eben dann durch Abgleichen mit Bibliografien zum Thema ergänzt. Und der dritte Schritt war dann eben die Nutzung von Machine Learning. Wir haben hier mehrere sogenannte Classifier geschaffen. Das sind Algorithmen, die von uns anhand einer Ground Truth, also einem geprüften Ausgangsmaterial, trainiert wurden, um Reiseberichte anhand der automatisch erstellten OCR zu erkennen. Aufgrund der inhaltlichen und sprachlichen Unterschiede in Diachronenperspektive bildeten wir hierfür mehrere Sets, also zu jedem Jahrhundert eines. Und insgesamt konnten wir mit Hilfe dieser Algorithmen, die unser damals im Projekt beschäftigte Computerwissenschaftler Jan Röhrden geschaffen hat, über 200 Reiseberichte identifizieren, die mit den klassischen Methoden der Geisteswissenschaften bis zu diesem Zeitpunkt von uns nicht aufgefunden worden waren. Und hier sehen Sie einen kleinen Überblick zu unserer Arbeitsweise. Eben ganz links sehen Sie, dass der Korpus eben durch Schlagwort, also Keyword Search und dergleichen gebildet worden ist. Dann haben wir zudem auch ein auf Zufall basierendes Set an Texten gebildet, die eben keine Reiseberichte sind. Und da wurde immer wieder annotiert und validiert von mir und eben meinem bibliothekarischen Kollegen Martin Krickel. Und das war dann die Ground Truth, die in das Model einfloss. Und das wurde dann immer wieder evaluiert. Und natürlich fand auch ein gewisses Preprocessing der Texte statt. Also Stopwords wurden entfernt und auch ja, gewisse Art von Noise, die dadurch entstanden ist, dass Bilder in den Berichten enthalten ist. Und hier sehen Sie unsere Klassifizierungsresultate mit den Scores, die wir geschaffen haben, die relativ groß sind, also wirklich beim MLP bei fast, also über 90, deutlich über 90%. Und hier wurden eben verschiedene Verfahren ausprobiert. Ich nehme an, diejenigen, die was in technischen Verfahren versierter sind, werden hier mehr daraus ziehen und zudem dann die Resultate zu den von uns aufgefundenen Reiseberichten, die wir davor nicht hatten. Wir haben jeweils 200, die von den Algorithmen vorgeschlagen wurden, systematisch durchgeschaut. Dabei waren im 16. Jahrhundert eben 25 neue dabei, was bei 2 nur per Zufall der Fall war, weil wir natürlich auch hier wieder eine gleiche Menge an Nicht-Reiseberichten durchgeschaut haben. Und beim 17. Jahrhundert 60, 83 zum 18. und 177 vom 19. Jahrhundert. Man bedenke, es waren jeweils nur 200. Und es wären theoretisch sicherlich noch viele weitere Reiseberichte zu entdecken. Die Zahl ist relativ klein, vielleicht im Vergleich an diesen neu gefundenen Reiseberichten, zu den fast 4000, die wir insgesamt gefunden haben. Was daraus resultiert, dass schon sehr, sehr viele Bibliografien und sehr umfangreiche Bibliografien bereits bestanden haben. Und da ist nochmal Evaluierung zur Effizienz, die Sie hier entnehmen können von den Reiseberichten und Nicht-Reiseberichten. Und das wurde in jedem Schritt 5-mal durchgeführt, die Evaluierung. Und ja, ich möchte noch darauf verweisen, dass uns klar ist, dass es in der ÖNB
nicht von jedem Reisebericht, der in deutscher Sprache in dieser Zeit erschienen ist, mindestens eine Ausgabe zu finden ist und dass eben der historische Zufall bei der Bestandskonstituierung der Bibliothek und somit auch bei der Zusammensetzung des Korpus eine wichtige Rolle spielte. Dennoch konnten wir mit unserer Methodik mehr Reiseberichte sammeln, als bislang zum Zeitpunkt bekannt waren. Auf der Präsentation sehen Sie jetzt einen Überblick zu der Menge an Reiseberichten, insgesamt also 3528, und das ist somit das größte bislang kuratierte Korpus an neuzeitlichen Reiseberichten. Und 84,5% davon sind digital verfügbar, das heißt eben die Bilder gescannt und die OCR ausgelesen. Und auf das Korpus können Sie sehr einfach über den Katalog der ÖNB zugreifen, indem Sie auf der Suchmaske der ÖNB gehen und nach travelog.de suchen. Also hier sehen Sie rechts in der Tabelle die Suchmarker, nach denen Sie suchen können. Und ich zeige Ihnen das jetzt auf in live. Moment, ich muss aus meiner Präsentation aussteigen und jetzt einen anderen Bildschirm teilen. So, also hier sind wir jetzt auf der Startseite der ÖNB, und wenn Sie nach Travelog die Sternchen suchen, kommt das gesamte Korpus. Hier sehen Sie 4.466 Ergebnisse, das ist mehr, als ich angeführt habe, was daran liegt, dass Metadatensätze zu Sammelbänden etc. vorhanden sind, wie hier bei den Wanderungen und Spazierfahrten der Gegenden um Wien. Sie können zudem auch nach den einzelnen Sets der Jahrhunderte suchen, also alle Reiseberichte zum 16. Jahrhundert finden Sie unter travelog.de 16, die 17 zum 17. Jahrhundert etc. Also diese Marker wurden semi-automatisiert in den Katalog der ÖNB eingespielt und sind leider nicht im Katalog selbst sichtbar, aber suchbar. Ja, jetzt habe ich nochmal Firefox geteilt und gehe zurück in die Präsentation. Die ich jetzt gerade nicht mehr finde. Einen Augenblick. Jetzt aber. Ich glaube, ich war eh drinnen, es war nur die gleiche Startseite. Und ja, hier auch nochmal. So. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil der Projektergebnisse angekommen, und zwar bei der Sammlung der Metadaten. Die Metadaten sind grundsätzlich weiterführende Informationen bzw. Deskriptionen von Ressourcen, in unserem Fall eben Reiseberichte. Und unsere Metadaten haben wir ebenfalls direkt im Bibliothekssystem der ÖNB, also einmal gesammelt, und entsprechen, wie angesprochen, dem RDA. Sie sind damit fair, also findable, accessible, interoperable and reusable, wie Sie wahrscheinlich schon öfters gehört haben. Und diesbezüglich hat unser Data Librarian Martin Prickl die meiste Arbeit geleistet, denn er hat die Metadaten zu jedem einzelnen Bericht bereinigt und aufgebessert, am Beginn des Projekts viele der Beschreibungen nicht dem von uns erwarteten Standard entsprachen. Zudem gab es zahlreiche Dubletten im Bestand, was etwa darauf zurückzuführen ist, dass der alte Zettelkatalog der ÖNB für viele Katalogeinträge die Grundlage bildete. Und dank der Metadaten können zahlreiche Begriffe im Katalog gesucht werden, etwa zu einzelnen Personen, die Werktitel, Illustrationen, Druckjahre etc. Und die wichtigsten sind die bereits angesprochenen Marker zum Korpus an sich, aber auch der historische Begriff Orient, unserer Definition entsprechend Osmanische Reich und Perserreiche, da diese Region, die natürlich ebenfalls historischem Wandel unterlag,
Fokus des Travelogs-Projekts stand. Und hier möchte ich Ihnen nochmal die Metadaten im Katalog direkt zeigen. Ich hoffe, dass es jetzt schneller geht mit dem Hin- und Her-Switchen. Und jetzt ist das im Weg. So, hier haben wir ein Beispiel, ein Reisebericht. Hier oben sehen Sie schon mal den ersten Überblick zum Titel. Und hier unten sind dann die Metadaten insgesamt mit Volltext-Transkripten des Titels. Die verschiedenen Personen sind nach Möglichkeit GND referenziert. Und es gibt auch weitere Angaben zu den Verantwortlichen, einen Werktitel, der für die Verknüpfung verschiedener Ausgaben besonders grundlegend ist, Angaben zum Druckort und zur Datierung, zum Umfang und auch den, ob Illustrationen enthalten sind, zur Sprache. Schlagwörter sind vergeben worden, die allerdings zum Großteil schon vor Projektbeginn da waren. Diese haben wir nicht vereinheitlicht, außer das Reisebericht bei allen unseren identifizierten Dokumenten auch eingefügt wurde. Wir haben Standardnummern vergeben, die gerade bei der Identifikation vom 16., 17. und 18. Jahrhundert wichtig sind und wichtig auch die Angabe zur Übersetzung und dann noch weitere Hinweise, Provenienz etc. und auch ein Zitierlink. Außerdem können Sie das Digitalisat einsehen und hier auch in die Ansicht von Bild und Text wechseln. Auf unserer Homepage haben wir auch ein kleines Jupyter Notebook beschrieben, in dem dargelegt wird, wie Sie zum Volltext eines ganzen Berichts kommen, weil diese leider nicht automatisch runtergeladen werden können über die ÖNB selbst. Wieder zurück. Nein, dann wieder falsch. Zurück zu Keynote. Augenblick. Ich bin jetzt gerade wieder mit Zoom im Weg und kann nicht starten. Muss ich meinen Bildschirm umbauen. Bin leider zu Hause und dadurch habe ich nur einen Bildschirm, was das ein bisschen erschwert. Jetzt sind wir aber da. Ich springe auch nicht mehr zwischen Internet und dergleichen hin und her, sondern zeige Ihnen dann das Letzte, was ich Ihnen im Internet zeigen wollte, im Anschluss. Und neben diesen Metadaten, die Sie gerade gesehen haben, gibt es noch weitere suchbare Begriffe, und zwar Marker zu den geografischen Regionen. Diese entsprechen etwa den Kontinenten und suchbar sind die deutschen Begriffe für Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, die Arktis, Antarktis und Ozeanien. Und die jeweilige geografische Zuordnung sehen Sie hier auf einer kleinen Weltkarte mit den verschiedenen Farben. Und weitere Suchmöglichkeiten haben wir auch schon in unseren Publikationen dargelegt. Dank der bereinigten Metadaten können zudem zahlreiche weitere Abfragen getätigt werden. So war es erstmals möglich, relativ belastbare statistische Aussagen zur Menge an Reiseberichten, die pro Jahr gedruckt wurden, darzulegen oder auch die Druckorte in diachrone Perspektive zu betrachten. Und im Zuge einer solchen Analyse entpuppten sich die Reiseberichte als Kinder ihrer Zeit, da ihre Produktion und die geografischen Schwerpunkte in enger Abhängigkeit zu generellen soziokulturellen, politischen, militärischen Vorgängen standen. Auf der Präsentation sehen Sie jetzt einen Überblick zur Gesamtzahl der Reiseberichte im Korpus des Travelogs-Projekts.
Das ist die Linie in Schwarz, sowie die Anzahl der Berichte, die Beschreibungen des Orients enthalten, in Grau, also die darunterliegende Linie. Im frühen 16. Jahrhundert, ganz links im Bild, waren die Produktionszahlen relativ klein, mit einigen wenigen Reiseberichten pro Jahr. Sie begannen jedoch in der Mitte des 16. und im frühen 17. Jahrhunderts zu steigen, vor allem in Bezug auf Berichte über Asien und Amerika. Und dieser geografische Fokus resultierte höchstwahrscheinlich aus der Neugier auf die aus europäischer Perspektive neu entdeckten Teile der Welt. Ab 1619, nicht zufällig parallel zum Dreißigjährigen Krieg, ging die Zahl der jährlich erscheinenden Reiseberichte entscheidend zurück. Das war nämlich gleichzeitig auch die Hochphase der Druckproduktion in anderer Medienformen, vor allem Flugblätter und Flugschriften, was sicherlich Ressourcen der DruckerInnen und VerlegerInnen band und natürlich auch dazu beitrug, dass wenige Personen reisten bzw. Interesse an Informationen über fremde Regionen hatten. Ab etwa 1650 nahm die Zahl der jährlich erscheinenden Reiseberichten wieder zu, insbesondere in Bezug auf Berichte über den Orient und vor allem das Osmanische Reich, was wohl mit der osmanischen Expansionspolitik bzw. den militärischen Konflikten mit dem deutschsprachigen Raum und einem daraus resultierenden Bedürfnis nach Informationen über die Gegenseite zusammenhing. Ein starker Rückgang der Reiseberichte über das Osmanische Reich nach dem Ende des durch den Frieden von Karlowitz 1699 beendeten Feldzugs sowie weitere Zunahmen während der Kriege 1714-18 und 1736-39 bestätigen diese Annahme. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts blieb die Zahl an Berichten relativ niedrig, stieg ab den 1770er Jahren aber rasant an. Mit 64 Berichten erreichte die Entwicklung 1825 ihren Höhepunkt und blieb bis zum Ende des Untersuchungszeitraums, also 1876, sehr hoch. Die Produktionsspitze im späten 18. bis zum späten 19. Jahrhundert resultierte aus einer Vielzahl von Faktoren. Es wurde generell immer mehr publiziert, so auch Reiseberichte. Reisen wurden billiger und somit für größere Teile der Gesellschaft erschwinglich. Die säkulären Tendenzen der Aufklärung gingen mit einem verstärkten Interesse an für EuropäerInnen unbekannte und exotische Orte einher. Und parallel dazu wandelte sich die Gesellschaftsstruktur, was sich im Aufstieg des Bürgertums und auch dem Aufkommen von Reisen, die ausschließlich dem Vergnügen oder der Erholung dienen sollten, dem Tourismus, manifestierte. Und der Ausbau der Reiseinfrastrukturen wie der Eisenbahn, asphaltierte Straßen und Dampfschiffe, die Einführung von Charterreisen, Fahrrädern trat ihr weiteres. Darüber hinaus stieg die Alphabetisierungsrate, was den Absatz und das Publikum von gedruckten Reiseberichten erhöhte. Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung erfolgreicher Reiseerzählungen, da diese vielfach andere Menschen dazu inspirierten, eigene Berichte zu verfassen. Und zu diesen Faktoren gesellten sich im 19. Jahrhundert gesellschaftspolitische Interessen, die oftmals darauf abzielten, die Verbreitung nationalistischer, kolonialer und eurozentrischer Ideen zu fördern. Zu weiteren Ergebnissen führte der Vergleich der in den Reiseberichten beschriebenen Regionen. Auf der Folie sind jetzt die Gesamtzahlen der Reiseberichte zu den jeweiligen Regionen zu sehen, mit Abstufungen für die Jahrhunderte. Je älter, desto dunkler. Das heißt, in Schwarz sind die Reiseberichte zum 16. Jahrhundert, dunkelgrau zum 17., mittel zum 18. und hellgrau zum 19. Jahrhundert. Ganz links ist wieder der Orient zu sehen und danach finden Sie die verschiedenen Kontinente. Bei den Gesamtzahlen nimmt die Produktion der Reiseberichte zum Orient also zu. Das überrascht wenig, da sie den generellen Tendenzen der Quellengattung entspricht. Deshalb erscheint es hier sinnvoller, den prozentuellen Anteil der Reiseberichte im jeweiligen Jahrhundert in den Blick zu nehmen, nun auf der Folie zu sehen. Also hier in gleicher Form wie das 16. Jahrhundert in Schwarz und in diachroner Perspektive wird es heller. Und hier sehen wir, dass die Produktion der Reiseberichte zum Orient oder der prozentuelle Anteil der Berichte zum Orient vom 16. bis zum 18. Jahrhundert stark abnimmt, im 19. Jahrhundert aber wieder leicht steigt. Gründe hierfür sind sicherlich die verstärkte Produktion von innereuropäischen Reiseberichten und nicht zuletzt resultierten diese aus der sogenannten Grand Tour, einer mehr oder weniger obligatorischen Reise junger Adliger.
beziehungsweise auch allen anderen, die es sich leisten konnten. Erstaunlicherweise waren Reiseberichte zu Europa in allen 4 Jahrhunderten am häufigsten zu finden und ihr Anteil nahm im 18. und 19. Jahrhundert sogar zu, obwohl gleichzeitig Reisen auch in Gegenden jenseits von Europa für immer mehr Bevölkerungsgruppen möglich wurde und immer mehr Menschen mit unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen, explizit auch mehr Frauen und farbige Menschen, Reiseberichte verfassten. Zudem haben wir die Bedeutung von Druck- und Verlagsorten und Verlagen genau untersucht und die Ergebnisse werden in einem Sammelband dargelegt, den Arno Strohmeier und ich herausgeben und der auf im Zuge des Projekts im Dezember 2019 veranstalteten Tagung basiert und wird im September des Jahres bei die Kräuterlei Studies in Modern Orient erscheinen. Auf der Folie zu sehen ist eine Visualisierung unseres Computerwissenschaftlers Rainer Simon zur Verteilung der Drucke je nach Verlagsort. Und noch ein paar mehr Suchoptionen gibt es hier. Und kursorisch zusammengefasst haben wir dank dieser Daten Folgendes herausgefunden. Im 16. und 17. Jahrhundert erschienen die meisten Reiseberichte in Frankfurt am Main und im 18. und 19. Jahrhundert in Leipzig. Beides überrascht erneut wenig, handelt es sich doch um die wichtigsten Druckorte der Zeit. Erstaunlicher ist jedoch, dass Reisesammlungen in allen 4 Jahrhunderten eine ausgesprochen wichtige Rolle spielte und dass marktorientierte Strategien die Zirkulation von Berichten zum Orient stark beeinflussten. So resultierte die Dominanz Frankfurts im 16. und 17. Jahrhundert etwa aus den dort gedruckten Berichten der Reihe der Debris. Auf der Folie der Vollständigkeit halber hier die Erhebungen zum 16. und 17. Jahrhundert mit den Druckorten. In Blau sehen Sie jeweils die Reiseberichte zum jeweiligen Jahrhundert in Gesamtzahlen und in Rot nur jene zum Orient. Wir sehen hier Frankfurt besonders im 17. Jahrhundert eindeutig führend. Der Anteil zum Orient ist allerdings relativ gering. Und dazu ein paar Hintergrundinformationen, denn Reisesammlungen, eben jene, die was bei Debris erschienen, entwickelten sich als Subgenre von Reiseberichten in Westeuropa im frühen 16. Jahrhundert. Und derartige Sammlungen stellten in der Regel mehrere Reiseberichte zu oder aus einer bestimmten geografischen Region oder einem bestimmten Zeitraum in einzelnen Bänden oder einer Reihe von Büchern zusammen und entstanden nicht selten in Einklang mit expansiven kolonialen Interessen, etwa von Spanien, England oder den Niederlanden. Und die meisten Berichte, die in Reisesammlungen erschienen, waren zuvor an anderer Stelle veröffentlicht worden, häufig in anderen Sprachen. Die Auswahl der Reiseberichte für eine Reisesammlung war natürlich subjektiv und Neuauflagen und Übersetzungen beeinflussten deren Inhalt, ob gewollt oder ungewollt. Und die ersten Reisesammlungen entstanden um 1500 oder die gedruckten und am markantesten sind jene des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, die meist Familienunternehmen darstellten, wie eben jene der Debris oder auch von Hulsius oder Richard Hucklight. Und interessanterweise enthalten die Reisesammlungen von der Debris und Hulsius so gut wie keine Reiseberichte zum Orient, was vermutlich daraus resultierte, dass gleichzeitig eine eigene Reisesammlung zum Osmanischen Reich von einem Konkurrenzunternehmen herausgegeben wurde, das Reisebuch des Heiligen Lands, das bei Sigmund Feierabend erschien. Eben folglich beeinflussten die marktorientierten Strategien die Zirkulation von Reiseberichten und somit auch das Wissen über den Orient im deutschsprachigen Raum. Und zu den Reisesammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts sind bislang kaum erforscht und dies gilt umso mehr für jene, die im deutschsprachigen Raum erschienen. Die ersten diesbezüglichen Erhebungen zeigen eine deutliche Kontinuität zu den vorangehenden Jahrhunderten. Und die Offizine, die besonders viele Reiseberichte herausbrachten, taten dies vor allem im Rahmen von Reisesammlungen. Franz Anton Schrembel, bei dem die meisten Reiseberichte im 18. Jahrhundert erschienen, gab wohl nicht zufällig gleich zwei Reisesammlungen heraus. Das Magazin von merkwürdigen neuen Reisebeschreibungen sowie Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Letztere entstand unter Co-Herausgeberschaft von Josef Georg Trassler in Troppauer, Oppava und Brünnbrunnau und beide Reisesammlungen umfassen auch Reiseberichte zum Orient. Ob und wenn ja, wie sich diese Schwerpunktsetzungen auch auf den Inhalt der Reiseberichte auswirkte, gilt es künftig herauszufinden. Und damit bin ich beim dritten Teilaspekt der Projektergebnisse angelangt.
der Analyse der intermedialen bzw. intertextuellen Relationen zwischen den Berichten mit Schwerpunkten auf den Vorstellungen von Fremdheit und vom Orient. Ziel war hier, basierend auf der automatisierten Erkennung von Textpassagen, Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Reiseberichten quantitativ und qualitativ zu untersuchen. Ähnlich wie bei der Definition von Reisebericht zeigte sich hier sehr schnell, dass bisher in der Literatur angebotene Definitionen konkretisiert werden mussten, um klare Kategorien für die computergestützte Analyse zu schaffen. Und diesbezüglich habe ich ein Intermedialitätsmodell entworfen, das als Sammelbegriff aller Relationen zwischen unterschiedlichen Medien fungieren kann. Und diese Kategorien wurden zur systematischen Analyse und eben explizit für die praktische Anwendung geschaffen. Die wichtigsten Referenzen hierfür sind Gerard Genette, Irina Rajewski und Werner Wolf. Das Modell sehen Sie jetzt auf der PowerPoint und dient eben dazu, die Wissenszirkulation in unterschiedlichen Medien nachzuzeichnen. Und hierbei operiere ich mit einem ereignisorientierten Medienbegriff nach Julia Gens und Paul Gewaudan. Und Intermedialität vereint als Sammelbegriff Relationen zwischen Medien und umfasst eben Unterkategorien, die je nach Codierung der Informationen gegliedert sind. Hier in der zweiten Reihe zu sehen, textuell kodierte Relationen werden unter Intertextualität zusammengefasst, piktorial kodierte unter Interpiktorialität, durch Musik repräsentierte unter Intermusikalität, materiell gegebene unter Intermaterialität und durch den Kontext bestimmte als Interkontextualität. Und jede dieser Kategorien umfasst weitere Unterkategorien, die jeweils mit der Unterscheidung zwischen kodierungsintern und kodierungsextern beginnen. Kodierungsexterne Relationen bestehen zwischen Medien derselben Kodierung, wie eben Text und Text, Bild und Bild oder Materialität und Materialität, während externe Relationen zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Kodierungen bestehen, wie Musik und Text, Materialität und Bild oder Kontext und Musik. Und der Fokus des Travelogs-Projekts lag auf den verschiedenen Unterkategorien von Intertextualität bzw. in der Materialität und Interkontextualität. Letzteres entspricht etwa dem, was Gerard Genette als Paratexte bezeichnete. Auf der PowerPoint zu sehen sind nun die Unterkategorien von Intertextualität. Hier kann weiters zwischen markierten, unmarkierten und strukturellen Relationen unterschieden werden. Bei den markierten handelt es sich um jene Relationen, die explizit ausgewiesen und somit eindeutig lesbar sind, etwa durch die Nennung im Text, im Konkreten hier eben Übersetzungen, die sich als solche auch bezeichnen, Teilreproduktionen, indirekte Zitate, humoristische und satirische Relationen. Unmarkierte Relationen sind hingegen erst durch den Vergleich der Medien und somit schwieriger mittelbar, umfassen jedoch dieselben Unterkategorien. Das heißt, hier sind Zitate oder Ähnliches enthalten, die aber als solche nicht ausgewiesen sind. Und zudem sind hier auch noch Allusionen gegeben oder können auch gegeben sein. Bei den strukturellen Relationen beziehen sie sich auf die jeweilige Struktur der Kodierung, was bei Texten etwa durch die Sprache, die Schriftart oder das Textgenre gebildet wird. Kodierungsexterne Relationen bestehen, wenn sie textuell kodierend sind, sich aber auf eine andere Kodierung beziehen, etwa auf Bilder, Musik oder den sogenannten External Entities. Auch hier kann weiters zwischen markierten, unmarkierten und strukturellen Relationen unterschieden werden. Das Modell wurde in einem Artikel ebenfalls bereits beschrieben, der sich gerade im Druck befindet. Und das Travelogs-Projekt konzentrierte sich in der Folge auf die Identifikation unmarkierter intertextueller Relationen, da diese für Forschende mit den klassischen Methoden der Geisteswissenschaften nur mit großem manuellem und intellektuellen Aufwand identifizierbar sind. Allerdings stießen wir bei den Experimenten zum 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert schnell an unsere Grenzen, da klar wurde, dass die OCR zu schlecht für die computergestützte Analyse war, deswegen unser Fokus auf den Berichten zum Orient des 18. und 19. Jahrhunderts lag. Wir, beziehungsweise
Rainer Simon vom AIT hat hier eine Methodik zum Alignment der Volltexte geschaffen, das wortwörtliche Textübereinstimmungen identifizieren kann und auf BLAST, dem Basic Local Alignment Search Tool, basiert, das ursprünglich für die DNA-Segmentierung geschaffen wurde. Auf der Präsentation sehen Sie jetzt ein Beispiel eines solchen Alignments zu Reiseberichten von William Church Brown und Charles Nicola Sigismazzonini. Und wie man hier weiterklicken kann, zeige ich Ihnen dann im Anschluss, damit ich jetzt nicht nochmal hin und her springe. Und zudem muss ich diesbezüglich leider darlegen, dass es, wie es bei vielen Projekten so ist, dass zwar die Projektlaufzeit offiziell vorbei ist, das heißt die Finanzierung ist zu Ende, die Arbeit an dem Themenkomplex jedoch noch nicht ganz. Eine Publikation ist jedoch in Vorbereitung und als Vorschau auf die Ergebnisse kurz vorab. Durch die Methodik konnten wir einige bislang unbekannte Teilneuauflagen sowie unterschiedliche textuelle Abhängigkeiten identifizieren, etwa bezüglich der Referenzen auf dieselben Quellen, wie die Bibel, antike Autoritäten und Texte, genauso wie markierte und unmarkierte intertextuelle Zitate. Allerdings wurde sehr rasch deutlich, dass die OCR-Qualität idealerweise perfekt wäre, da hier die Qualität deutlichere Konsequenzen zufolge hatte, als entweder bei der Textkategorisierung, wo immer wieder ähnliche Fehler auftraten, die der Computer ableiten konnte. Bei den Alignments einzelner Textpassagen sieht das hier schon schwieriger aus. Zudem sollte der Korpus, der hier durchläuft, möglichst bereinigt sein. Das heißt, wenn man mehrere Auflagen desselben Textes hat, werden zwar die verschiedenen Textstellen gefunden. Es sagt allerdings relativ wenig darüber aus, oder sagt für die Forschung vergleichsweise wenig aus, außer dass man hier etwa feststellen kann, wo sich von einer Auflage zur nächsten was verändert hat. Und ja, damit bin ich auch schon beim Schluss und Ausblick angekommen. Im Zuge des Travelogs-Projekts konnten in vielen Bereichen neue Erkenntnisse gewonnen werden. Wir haben das größte bislang bekannte kuratierte Korpus an Reiseberichten gesammelt, das zudem zum Großteil digitalisiert und mit manuell geprüften Metadaten vorliegt und für weitere Forschungen in den Geistes- und Computerwissenschaften in Open Access bereitsteht. Unsere Methodik zur semi-automatisierten Textklassifikation kann grundsätzlich für zahllose andere Aufgaben bezüglich Korpusgenerierung und Textklassifikation adaptiert werden. Auf Basis der von uns generierten Metadaten konnten wir erstmals relativ belastbare statistische Daten zur diachronen wie synchronen Produktion von Reiseberichten sowie den Einfluss von marktorientierten Strategien auf die Zirkulation von der Berichte und dem Wissen über den Orient darlegen. Hierbei stach vor allem die Dominanz von Reisesammlungen hervor. Außerdem wurde ein Intermodalitätskonzept zur semi-automatisierten Anwendung vorgeschlagen und bislang unbekannte intertextuelle Abhängigkeiten zwischen den Reiseberichten identifiziert. Das Projekt hat aber auch gezeigt, wie wichtig die Reflexion der vorhandenen digitalen Daten ist. Auch wenn Sammlungen angeben, vollständig digitalisiert zu sein, bedarf es hier meist der kritischen Hinterfragung. Die Digitalisate und OCR-Qualität variieren stark, verunmöglichen die Forschungen zwar nicht, beeinflussen aber die Ergebnisse, was nicht außer Acht gelassen werden darf. In vielen Bereichen stieß das zeitlich begrenzte Projekt naturgemäß an seine Grenzen, was aber gleichzeitig Perspektiven für künftige Forschungen eröffnet. Die Rezeption, Reichweite und Wirkung der Reiseberichte auf andere Diskurse und Corpora bedürfen weitere Untersuchungen. Darüber hinaus fehlen Forschungen zum Verhältnis der deutschsprachigen Berichte zu jenen in anderen Sprachen als Deutsch und aus anderen Regionen innerhalb und außerhalb des sogenannten Westens, auch im Hinblick auf Übersetzungen und Bearbeitungen. Diesbezüglich ist es mir auch eine besondere Freude, Ihnen, wie Herr Hildmann auch schon mitgeteilt hat, anzukündigen, dass ein Projekt, das auf den Ergebnissen von Travelogs aufbaut, unlängst vom FAF bewilligt wurde. Steht unter dem Titel Ottoman Nature in Travelogs 1501-1850, kurz ONIT. Und im Zuge dessen wird unser Team die Wahrnehmung von Natur, insbesondere Flora, Fauna und Landschaften, in Reiseberichten und hier ausschließlich zum Osmanischen Reich computergestützt untersuchen. Warum Flora und Fauna und Landschaften? Weil diese Definitionen greifbarer sind als komplexere Begriffe wie etwa Fremdheit.
Und für das Projekt suchen wir auch gerade einen Data Librarian oder eine Data Librarian, der oder die an der ÖNB für 3 Jahre beschäftigt sein wird. Dementsprechend also meine Bitte, die Ausschreibung eventuell an interessierte Personen weiterzuleiten. Und damit bin ich am Ende meines heutigen Vortrags angelangt. Auf der Folie sehen Sie jetzt noch die im Zuge des Projekts erschienenen Publikationen. Für Sie besonders relevant ist wahrscheinlich Publikation 4, die Korpusgenerierung bzw. die Methodik dazu genauer beschreibt. Die Suchoptionen erscheinen in einem Sammelband, der sich leider schon länger verzögert. Und dieser Artikel zur Intertextualität ist noch im Entstehen. Außerdem zu den Metadaten wird demnächst auch eine größere Dokumentation von Martin Krickel veröffentlicht, die sich hier noch nicht auf der Liste findet. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.